Die sogenannten Tabs sind eine sehr wichtige Funktion beim Suchen. Wenn du einen Begriff eingibst, wird mir da schon vorgeschlagen, Napoleon, so erhältst du sehr schnell sehr viele Suchergebnisse. Und wenn du jetzt immer wieder nach jedem Blick in eine Webseite auf zurückklickst, so verlierst du definitiv zu viel Zeit. Deshalb bleibst du lange auf diesem Link, auf diesem Suchtreffer und sagst hier in neuem Tab öffnen und du siehst, im Hintergrund wird diese Seite geöffnet und für alle weiteren Seiten, die vielversprechend aussehen, machst du das ebenso. So, du siehst, wir haben hier jetzt schon eine recht stattliche Anzahl von Seiten geöffnet und du kannst sie in aller Ruhe durchschauen. Wenn etwas weniger gut geeignet ist wie hier, dann kannst du den Tab schließen mit einem Tipp auf das X und im Vordergrund hast du immer noch in diesem Tab deine Suchergebnisse und da kannst du dann weiterfahren, um noch weitere Seiten hinzuzufügen.